10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen im Chapter Georg Friedrich Händel. Kröll Carrère. Michel. MKC. Videomarketing. Österreich und Frankreich. 5. Ich mache sichtbar. Ich kann auch die Klappe halten. Bei Jahren habe ich beschlossen, wenn nach 25 Jahren Teleshopping 20 Millionen verkaufte Produkte in 26 Ländern mit den Filmproduktionen meines Hauses, habe ich gesagt, ich habe die Schnauze voll vom Teleshopping, kann ich das nicht für seriöse Bereiche auch anwenden, was ich im Direct Response Television Marketing gelernt habe. Tja, und heute sind wir 2017 und wir stehen vor der Digitalisierung Österreichs. Ja, auch Österreich wird digitalisiert, das glauben die wenigsten noch bei uns in Österreich. Und die Unternehmer werden sich in Österreich richtig anschauen, besonders die Gewerbe. Die Gewerbetreibenden werden es schwer haben, denn es wird sich alles ändern. Und es gibt Berufssparten, die in Österreich aussterben werden, wenn sie sich nicht aktivst modernisieren und an die neuen Zeiten des Digitalisierungssystems anpassen. Ein Beispiel. Nach 72 Stunden können sich Internet-User an nur 10% eines gelesenen Textes erinnern. Dafür aber an 95% eines gesehenen Inhaltes eines Videos. Was für ein Unterschied. 10% eines Textes, 95% einer Videos. Wie ihr wisst, ich mache jedes Unternehmen, jedes Produkt und jede Dienstleistung sichtbar. Richtig, Dankeschön. Was wir nicht tun, so etwas. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist und ich bin Versicherungsmakler im 21. Bezirk in Wien. Welchen Vorteil habe ich, wenn ich Kunde bin? Versicherungsmakler, richtig Person, wenn das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt liegt. Was wir machen, schaut so aus. Wollen Sie Ihre Verkaufszahlen optimieren, mehr Kunden generieren und Ihren Return on Investment maximieren? Drücken Sie auf den richtigen Knopf und entdecken Sie das wirksame MKC-Video-Marketing für Ihre Produkte und Dienstleistungen. Mit gewinnbringenden Videos, abgestimmt auf jede Börse und überall einsetzbar. 24 Stunden am Tag. Willkommen zum Banken-Online-Ratgeber. Willkommen beim MedLounge. Hi und willkommen bei Harley-Davidson Vintage Dreams. Willkommen bei der Hardy-App. Hardy Partner. Mein Name ist Thomas Abendroth. Ich bin Architekt und befasse mich seit einigen Jahren mit der optimalen Einrichtung von Arztpraxen. Mein Name ist Peter Langecker. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach. Mein Name ist Monika Maximilian und ich bin Vermögensberaterin. Mein Name ist Regina Tichy. Ich bin Friseurin, Typberaterin, Maskenbildnerin, Visagistin und Stylistin. Ich mag es einfach, Leute wirklich zu verschönern, zu verändern, ihre Schönheit noch einfach hervorzuheben. Mobile.at hat sicher mit dem Umbau wieder einen Meilenstein sozusagen beschritten. Homestaging ist das Einrichten und Dekorieren einer Immobilie für den Verkauf. Mein Name ist Mu Alex und ich will euch heute zeigen, wie man ein einfaches Gericht in 5 Minuten für 2 Personen zubereitet. Was ist die Handysignatur? In den ersten paar Sekunden entscheiden Menschen, ob sie sich ernsthaft für ein Produkt interessieren. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und das Gericht ist fertig. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn ihr das nicht schafft, herzlich willkommen beim Moore seit 1666. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Weil Geldangelegenheiten Vertrauenssache sind,
Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir. Thomas Abendroth von MedLounge. Wir sehen uns. Wer von euch zwei ist da jetzt der Hardy? Ja. Wir machen jedes Unternehmen, jedes Produkt und jede Dienstleistung sichtbar. Ja, es gibt ein System. Natürlich gibt es ein System hinter all dem, was ihr gesehen habt. Das habe ich heute Nacht geschnitten für euch, weil das habt ihr noch nie gesehen, in geballter Ladung. Es gibt ein System dahinter und das nennt sich Direct Response Television Marketing. Das ist das, wovon ich rede seit 13 Monaten. Das ist das, was ich sage, was man tun sollte auf seiner Webpage. Das ist der Unterschied zwischen jemand, der ein Video auf seiner Webpage hat und jemand, der keins hat. Ich habe dort, wenn auf diese Webpage, ich stelle euch eine Frage. Wenn ihr etwas über ein Unternehmen erfahren möchtet, das ihr nicht kennt, wo erfährt man was über dieses Unternehmen? Der Homepage. Der Homepage. Okay. Was passiert auf der Homepage? Was sehe ich dort? Meistens. Text. Vielleicht ein Foto. Unten hinterm Salat versteckt oder zwischen Kontakt und Adressenaufnahme. Ganz modern jetzt. Was wollen Sie? Schreiben Sie uns Ihr Anliegen und wir melden uns vielleicht. Wir haben unsere Telefonnummern, wir haben unsere Mailadressen bei der Kontakt. Wir freuen uns, wenn jemand dorthin geht, sich informieren möchte. Ja, wir stecken dahinter, wir schauen die aus. Ja, haben die eine Telefonnummer, kann ich direkt mailen. Bei uns, bei der MKC, da muss man nicht sich voranmelden, dürfen wir Ihnen eine Frage stellen. Wir würden Ihnen gerne Geld aufoktroyieren, um etwas für uns zu tun. Nein, wir freuen uns, wenn jemand sich bei uns meldet. Wenn ich aber die Wahl habe, als Kunde, potenzieller, als Interessierter für so eine Webpage, für einen Unternehmer, für einen Elektriker, für einen Bauherrn, für einen Versicherungsberater, für einen Unternehmensberater, für eine Kinesiologin der ersten Sahne, für einen Immobilienmakler, der 40 Milliarden irgendwie Immobilien zur Verfügung hat, aber eigentlich nicht weiß, wie er sie zeigt, außer mit ein paar Fotos. Und Fotos, das ist wie bei den Dänen, sie lügen zwar nicht, aber sie sagen nicht immer die Wahrheit. Ja, ja. Aber mit einem Video kann ich in 2 Minuten ein komplexes Versicherungspaket erzählen. Kann ich in 5 Minuten beim Alexander Moore in Galbrunn, Chateau Galileo, sein tolles Restaurant, schmeckt wirklich gut. Für Leute, die was können, mache ich gerne gratis Werbung. Tja, sein Ding hat 8 Minuten gedauert, wir sind knapp unter 5 Minuten. Und glaubt mir, es ist spannend, das wird ab nächste Woche rausgehen. Ja, das ist schön, man kann auch ein Rezept kurz fristig bringen. Wir haben für die Monika, Maximilian haben wir jetzt, sie sind schon im Laufen. Jede Woche gibt es einen Tipp der Woche. Ja, und das ist spannend. Ein Film, den wir gemacht haben, ihr habt so einen ganz kurzen Ausschnitt gehabt. Der hat eigentlich dank dem Florian Kovacs, sowas haben wir leider nicht bei uns, aber ich hoffe bald, aus dem Chapter Bruckner, ein Spezialist für Social Media. Das ist wichtig heutzutage, denn Webpage, Popularisierung, Sichtbarkeit ohne Social Media, it's over. It's things of the past. Das sind Dinge von der Vergangenheit. Wir müssen umdenken, Leute. Ohne Video, ohne der Information in 2 Minuten. Frage an dich, Hans. Deine Konkurrenten haben die Video? Ich weiß, du hast kein Video auf deiner Webpage. Haben deine Konkurrenten Videos? Schade, man muss seinen Feind immer im Auge behalten und der Konkurrent ist kein Mitbewerber. Die Erfindung des Begriffes Mitbewerber ist stumpfsinnig. Es gibt nur Feinde, die, wenn du den Job nicht kriegst, dann nehmen sie ihn dir weg. Und heutzutage ist es nicht mehr wie vor 50 Jahren, wo man sich getroffen hat, sich den Markt aufgeteilt. Nein, heute sind die Leute gierig. Und Demna und Merlicek, Nummer 1 Agentur in Österreich, lässt McCain, Ericsson oder Lovig JGK da nicht einen Millimeter Platz. Weil es gibt nicht mehr so viel Arbeit in der Werbebranche. A, es kostet zu viel Geld. Die meisten Kunden sind nur noch die Großkunden, weil wer kann sich für 30 Sekunden in Primetime 30.000 Euro Schaltungszeiten
leisten. A1, die Telefonprovider, die Banken, die Versicherungen, ja, die Großen. Aber nicht du, Hans, nicht der Robert, nicht der Dietmar, nicht du, Harald, nicht einmal Remax. Ja, die bevölkern ein bisschen die Ärsche der Autobusse in Wien. Ja, okay. Ach, Werbung soll was bringen, angeblich. Ich weiß nicht, was wirklich bringt. Aber so ist es. Ja, was kostet ein Video? Ich habe mir aufgeschrieben, viel weniger als die meisten glauben, aber es bringt viel mehr als andere behaupten. Ein Beispiel. Was heißt das in Zahlen? In Zahlen kommt gleich. Da steht schwarz auf weiß. Keine Lüge, keine Erfindung. Man zahlt für Zeitungsinserate. In Nobelmagazine, Kronenzeitung und so weiter und so fort. Zahlt man je nach Größe 500 Euro, 1000 Euro, 2000, 2500, 7000, bis zu 25.000 Euro für eine komplette Seite. Jetzt gebe ich euch zwei Vergleiche. Wenn ich den Fazies für 3 Millionen Euro jährlich vom Hermann Herminator mir leisten kann als Raiffeisen und ich parke irgendwo auf einem schwarz-gelben Hintergrund, Assoziation, Herminator, Raiffeisen. Cool, 3 Millionen Euro, das bringt. Es gibt zwar keine Zahlen, keine Statistiken, kein gar nichts, das ist klassische Werbung. Okay, aber ich bin der Chef von der Bäckerei Schlupfinen und ich parke nicht um 2500 oder um 7000 Euro halbe Seite in einem Magazin. Na, wer wird, glaubt ihr, wird eigentlich gesehen werden auf der Seite vom Profil? Der Herminator? Oder der Hinweis auf das Krapferl von der Bäckerei Schnuffelein, die keine Sau kennt. Ich nehme mein Blatterl, ich blättere drüber, das war's. Zwei Tage später, hast du recht, wo liegt dieses Inserat? Im Vogelkäfig als Auffangsmittel für die Kacke meines Kolibris. Überlegt euch einmal, was ich mit dieser Kohle für einen Film produzieren kann, den ich 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr als meinen Botschafter meines Unternehmens im Internet, meinen Kunden und überall präsentieren kann, von früh bis spät. Das war das Wort am Dienstagmorgen. Denkst drüber nach, ich melde mich für die nächste 10 Minuten Präsi. Danke! Das Schlimmste in allen Dingen, das ist die Unentschlossenheit. Also tut's was nächste Woche.